Als jemand, der in Berlin wohnt, da könnte ich über das folgende Thema auch ein Lied singen. Und kein fröhliches. Es geht um die Bürgerämter und den oftmals ziemlich aussichtslosen Versuch, dort einen Termin zu bekommen. Nach einem Umzug die Adresse ändern oder einen neuen Pass beantragen. Also die nächsten Wochen ist in Ihrem Bezirksbürgeramt nichts mehr frei, heißt es da schon mal gerne. Ja, und weil in diesem Jahr noch eine Wahl ansteht in Berlin, sind gültige Dokumente nochmal umso wichtiger. Der Neuberliner Christian Wolf ist stinksauer auf die Berliner Behörden. Schon vor 3 Monaten ist er aus Paderborn zum Studium hergezogen, seitdem ohne gültige Meldeadresse im Personalausweis. Es ist verdammt ärgerlich, vor allem für eine sehr einfache Gelegenheit, einfache Sache wie eine Wohnungsummeldung, so lange warten zu müssen. Eine zeitraubende Odyssee. Dabei braucht er die Papiere fürs Studium, Nebenjob und um im Herbst in Berlin wählen zu können. Doch Termine beim Bürgeramt zu ergattern, Fehlanzeige. Auf der Serviceseite ist 8 Wochen lang alles ausgebucht. Hab dann nach 2,5 Monaten einen Termin gekriegt. Der wurde leider abgesagt. Ich bin spontan vorbeigekommen, wurde ich wieder zurückgewiesen. Dann wurde ein neuer Termin ausgemacht, ein dritter Termin sozusagen. Und hoffe, dass es diesmal was wird. Sein Schicksal kein Einzelfall. In allen 40 Berliner Bürgerämtern ist der Kunden- und Terminstau Dauerzustand. Vorm Amt Neukölln standen schon im letzten Sommer täglich 400 Berliner Schlange. Heute sind es an die 80 Bürger, denn bedient wird derzeit nur, wer sich an- oder ummelden will. Das ist auf jeden Fall katastrophal, dass man hier so lange, vor, dass man draußen stehen muss. Wenn es jetzt mehr regnet, steht man halt im Regen. Ich bin einmal, dreimal hintereinander hier gewesen. Und durfte nach Hause gehen, weil es keine Nummer mehr gab. Eine Stadt, die 10 Jahre braucht, einen Flughafen aufzubauen. Also was sollte man vom Bürgeramt erwarten? Besonders im Wahljahr ist der Druck enorm. Wählen darf nur, wer offiziell angemeldet ist. Allein im letzten Jahr gab es über 200.000 Neuberliner. Weitere 275.000 zogen in der Stadt um. Jeder braucht eine korrekte Adresse fürs Wählerverzeichnis. Fristende dafür 18.06. Um diesen Termin zu halten, wurden alle Ämter zu Sonderschleifen verdonnert, so der Neuköllner Stadtrat. Und das bei chronischer Unterbesetzung. Das ist eine Personalnot, die im gesamten Land Berlin existiert. Wir haben ja allerdings in den letzten Monaten aufgesattelt. Allein wir in Neukölln haben seit Mitte letzten Jahres 9 Beschäftigungspositionen, also 9 sogenannte Vollzeitstellen, dazu bekommen. Die sind natürlich nicht alle sofort einsatzbereit. Nicht einsatzbereite Mitarbeiter, Terminstau, dazu noch gravierende Probleme bei der Wahlsoftware. In internen Brandbriefen schlägt die Landeswahlleiterin Alarm. Die 5 Millionen Euro teure Wahl sei akut gefährdet. Wenn es so kommt, dass tatsächlich einige Neuberliner beispielsweise sich nicht mehr rechtzeitig anmelden können, dann könnte das zu einer Wahlanfechtung führen. Es ist ein Anfechtungsgrund, wenn jemand zu Unrecht nicht in das Wahlverzeichnis eingetragen ist. Verantwortlich für die Misere der Senat für Inneres. Gern hätten wir dazu ein Interview geführt, doch leider kein Termin frei, heißt es aus der Behörde. Nach 3 Monaten Wartezeit hat Student Christian Wolf eine Verabredung im 3. Bürgeramt. Endlich. Ich habe endlich meinen Stempel gekriegt, meinen Zettel, meine Bestätigung, dass ich endlich in Berlin angemeldet bin. Wunderbar, nach 3 Versuchen. Zumindest er kann wählen gehen. Für viele andere wird es knapp. Die hören oft auf der Terminhotline. Im Moment sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.